Na, Lixi, Bixi. Nam, 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 nam. Hey, ihr mich mit eurer Armut ankotzenden Windows-Nutzer. Und willkommen zu einem kleinen, aber feinen Video meinerseits. Na, so Spaß. Auch wenn ihr Geld habt, finde ich euch genauso doof. Heute geht's um das neue MacBook Air 13 Zoll, das neben einem neuen iPad Pro im Rahmen der nicht stattgefundenen WWDC 2020 präsentiert wurde. Und da es von Apple immer nur 24 bis maximal 48 Stunden Zeit gibt, sich mit den Dingern zu beschäftigen und dann Inhalte damit umzusetzen, dachte ich mir, hey, anstatt wieder so lange jeweilige Unboxings oder Reviews rauszuballern, weil es am Ende auch nur ein neuer Computer ist. Lass doch mal gucken, was das billigste Notebook von Apple überhaupt so kann. Und ja, billigstes Notebook meine ich auch so. Denn für nur 1.200 € könnt ihr dieses Ding schon erstehen. Wow, dann lass doch mal gucken. Nun, was ist denn überhaupt neu an dem Ding? Im Grunde nix. Wir haben immer noch die gleichen Farben, Space Gray, Silber, stinklangweilig, dann immer so ein Gold, was aber eher so Rosé- und kupferfarbene Anmutung hat, aber immer in Farben. Wow, geil. Das ist geil. Das ist geil. Gib sowas bitte zurück. Thanks. Ich meine, oft klebe ich mir auch schon Kork und wechsle immer die Skins und sowas, damit das nicht immer so langweilig aussieht. Kann man... Dann haben wir auch eigentlich das gleiche Gehäuse, wir haben auch eigentlich die gleichen Anschlüsse, das heißt Klinke und Thunderbolt, beziehungsweise zwei Thunderbolt 3 Anschlüsse, dann das große Touchpad und eine Sache, die wirklich neu ist, und zwar die Tastatur. Weg von diesem Butterfly-Scheiß hin zu Scissor-Tasten. Man kennt die jetzt mittlerweile aus dem 16 Zoll MacBook Pro, dazu hatte ich ja auch schon ein Video hier auf meinem Kanal gemacht. Es hat nun auch dieses Tippgefühl von älteren Notebooks von Apple und das ist geil. Also pass auf, um das mal klar zu machen, das mal hier hin. Hier ein MacBook Pro aus 2018, dann noch ein MacBook aus dem Jahr 2010. Früher hat es so geklungen. Jetzt klingt es so. Das Schreibgefühl ist ein komplett anderes. Wenn wir uns aber an die ganz alten Notebooks ransetzen, wie hier, ich muss zugeben, das war immer noch mein absoluter Favorite. Wenn die es wieder hinbekommen würden, das irgendwie so umzusetzen, ich glaube, dann wäre das mein neuer Geschlechtspartner. Aber wahrscheinlich muss man dann wieder 1 mm dicker werden und das wollen Hersteller ja nicht. Hersteller wollen immer so dünn wie möglich. Oh Gott, na gut, okay. Und dann MacBook Air auch gegenüber MacBook Pro, so leicht erhöht ist nach hinten, kommt die Tastatur auch noch so einen Hauch entgegen. Also das Tippgefühl auf dem Teil ist super. Für Schreiberlinge ist das MacBook Air meiner Meinung nach awesome. Vor allem auch, weil auf die Touchbar, diese scheiß Touchbar verzichtet wird. Okay. Was aber auffällt, wenn ich mir die Specs von dem neuen Ding angucke, vermisse ich so ein bisschen das 12 Zoll MacBook. Erinnert ihr euch noch? Das war so nice, kompakt und hatte eigentlich fast identische Angaben, nur dass es alles passiv war und hier ist ja auch wirklich ein Lüfter drin. Pass auf, für 1.200 € bekommt ihr ein Dual-Core 1,1 GHz i3 der 10. Generation mit 8 GB Arbeitsspeicher und 256 GB SSD. Einstiegs-MacBook Pro kommt mit einem Quad-Core und nicht Dual-Core mit 1,4 GHz, aber auch nur 8 GB Arbeitsspeicher und nur 128 GB SSD. Und beide auch nur mit 2x Thunderbolt 3 Anschlüssen. Da fragt man sich, was ist denn jetzt für den Preis Good Value? Schwierig. Ich würde generell mit dem Quad-Core gehen. 8. und 10. Generation unabhängig, da ist dann eigentlich eher nur was mit Laufzeit in einem Notebook zu tun. Aber hier sind so viele kleine Details, wie zum Beispiel ein schnellerer Arbeitsspeicher, größere Festplatte. Ich verstehe diese Specs und Preispolitik nicht so wirklich, aber es wird wohl am Ende einen Sinn haben. Pass mal auf, schließ mal an. Also, kann man mit dem günstigsten Notebook von Apple schreiben? Also Office-Zeug machen? Bei Microsoft Word? Ja. Yeah. Bei Pages? Ja. Yeah. Bei Google Docs? Ja. Yeah. Und das Tippgefühl der Tastatur ist wirklich nice. Kann man mit dem Ding im Internet surfen? YouTube-Videos in 4K 60 Bilder pro Sekunde gucken? Denn laut Apple kann man ja bis zum 6K-Monitor anschließen. Über den ultrafein 4K angeschlossen, ein 4K UHD 60 FPS Video. Mehr oder weniger. Netflix und Co. gucken. Netflix und Co. auch like a charm. Das wäre natürlich furchtbar, wenn das nicht ginge. Aber das ist alles gut aufeinander abgestimmt und gut optimiert. Kann man mit dem MacBook Air auch Grafikdesign und Bildbearbeitung machen? Okay, ganz simples Beispiel. Eine Thumbnail PSD für meine YouTube-Videos in der Auflösung 1.29 x 1080 und 72 dpi. So, klick
Klicken wir drauf, sind wir drin. Also man merkt schon bei etwas größeren PSDs, dass es dann doch anfängt hier zu ziehen. Und es gibt so einen kleinen Lag. Aber bei der Menge an Ebenen, die hier schon drin sind, beziehungsweise auch hier drin ein bisschen hin und her schlummern und Texten und weichen Übergängen und Effekten und sowas, läuft Photoshop auf diesem Dual Core echt noch sehr performant. Das ist nicht klar. Nice. Und dann hatten wir noch Illustrator, also das vektorbasierte Arbeiten hier mit Grafiken. Die mathematischen Berechnungen beim Zoomen und beim Hin- und Herschieben funktionieren flott. Hätte ich nicht gedacht, das Wählen und Verschieben, Bearbeiten der Einzelteile funktioniert auch gut, trotz der Menge an Ebenen, schön performant. Also das funktioniert besser, als ich dachte. Kann man mit dem MacBook Air auch Videos bearbeiten? Also der einfache Schnitt mit klassischen Handyvideos über iMovie funktioniert super, ist auch flott. Man kann da reinballern, sich mal kurze Titel raussuchen, rüberschieben, bearbeiten. Das funktioniert alles. Und auch für so Casual-YouTube-Videos alles fein. So, und wenn wir das Videobearbeitungsgame nur ein bisschen upsteppen und hochgehen zu Final Cut Pro X, bisschen professioneller werden, dann haben wir hier die erste Datei, eine Full HD H265 von einer Zcam E2F6, ohne etwas drauf. Und die können wir auch ohne vorgerendert zu haben direkt abspielen. Aber sobald wir etwas draufklatschen, ist es dann auch vorbei. Wenn wir aber einen weitergehen zu R3D-Material, also Red Raw Files, im echten Sinne 4K und 50 Bilder pro Sekunde, was eigentlich ganz schön ist für die YouTube-Produktion und sonst auch ganz gut läuft, kann man hier natürlich, das kann man vergessen, ohne vorzurendern und auch im Leistungsmodus, funktioniert das hier nicht. Aber das hätte mich auch gewundert, wenn das geklappt hätte. Und Musik bzw. Audioproduktion? Ja, Musik. Am Beispiel mit dem Lumi von Roli. Normalerweise auch Bluetooth kabellos, aber für maximale Perfektion kann man es eben auch mit Kabel anschließen. Und das machen wir mal eben. Wollen wir die Regenbogentastatur oder wollen wir vielleicht die klassische weiße? Oder wollen wir vielleicht die abgedunkelte, die sich dann nur erleuchtet, wenn man eine Taste drückt? Oder wollen wir vielleicht auch hier die ganz klassische, die dann nur immer zeigt, wo dann jeweils die nächste Oktave beginnt? Oder wollen wir denn hier doch wieder zurück auf Regenbogen? Ich mag dieses Ding einfach mega gern. Also man kann schon einige virtuelle Instrumente von den Apple-eigenen reinballern. Die sind ja schönerweise in Hülle und Fülle gleich von Hause mitgeliefert. Das funktioniert echt gut. Noch mehr Performance und noch mehr auffahren kann das MacBook tatsächlich bei klassischer Audioproduktion, ob es Podcast ist, Voice-Over oder Hörspiel, was ich hier beispielhaft von mir auch mal reingepackt habe. Da kann man ruhig einige Plugins zusammenstacken und ein paar Korrekturen auch mit reinballern, aber nicht zu viel, gerade von Drittanbietern. Die habe ich immer so ausgemacht, weil dann wird es schon schwierig. Das würde dann in dem Falle auch so funktionieren. Das kleine schäbige Körbchen wird von einer sehr kräftigen Hand emporgehoben. Super nice, auch mit dem Logic Eine Mastering und sowas drauf. Das geht dann auch direkt mit drauf tappen los. Und die Königsdisziplin. Kann man mit dem MacBook Air zocken? Beim Zocken ist es ja so, die allerneuesten Titel gibt es nicht für Mac nativ und Apple Arcade ist es eher so ein Zwischenprodukt, wo ziemlich geile Games dabei sind, aber dann eben auch jetzt nicht die Grafikpracht haben wie andere moderne Titel. Also gehen wir casual erstmal mit Oceanhorn 2, weil es glaube ich beispielhaft so das Spiel, das am ehesten zeigen kann, was grafisch mit Metal und so weiter nativ auf Mac modern möglich wäre. So, und hier sehen wir, das ist eigentlich nice anzuschauen und selbst mit dem Touchpad und der Tastatur, was sonst bei klassischen Games eigentlich total der Graus ist, sieht das gut aus und funktioniert auch ganz geil. Oh yes, nice. Aber es gibt auch ältere Games für Mac, die viele immer noch gerne spielen, wie zum Beispiel Sims 4. Wie sieht es hier aus? Lass mal gucken. Tja, wie man das erwartet, Sims 4 mit all dem, was es so ist und was es so kann, läuft auch in höheren Grafikeinstellungen, beziehungsweise in dem Fall in maximalen Grafikeinstellungen, ziemlich nice. Aber ja. Ist sonst super fluffy. Okay, was haben wir noch an auf Steam Mac-kompatiblen Games? Bisschen haben wir hier Rise of the Tomb Raider. Naja, das hat schon irgendwie Konsolenfeeling, weil da ist ja auch nie alles wirklich ganz rund und flüssig. Für so ein bisschen casual ältere Games zocken, außer Adventure und sowas. Hätte ich nicht gedacht. Also besser als ich dachte für so eine Intel Iris Plus. Oh, guck mal hier, Tropico 6, hätte ich auch mal Bock drauf. So ein bisschen Bock habe ich schon. Ah ja. Und es crasht. Ja, es ist gecrashed. Ja, und dann haben wir noch Dirt 4. Das wird auch im App Store gefeatured. Oh, noch jetzt! Oh Gott! Der Sound ist aus diesen kleinen Boxen eigentlich ganz geil. Okay, es gibt zwar die neuen Cursor-Tasten, die man jetzt auch blind erfüllen kann, aber Steuern ist da. Okay, also. Selbst auf hohen Grafikeinstellungen bei Dirt nicht sehr hoch, kriegt man hier noch ein recht flüssiges Spielerlebnis hin. Okay. Ich habe keine Skills. Ich meine, wenn man wirklich zocken will, könnte man auch Sachen ausweichen, wie zum Beispiel Shadow oder GeForce Now und wie die Dinger alle heißen. Denn Wi-Fi, AC, Bluetooth 5 sind ja schon moderne Konnektivitätsmöglichkeiten mit bei. By the way. Okay, da ich langsam nass unter den Achseln werde, wird Zeit für ein Fazit. Also,
Das neue MacBook Air 2020 von Apple ist definitiv ein wertiges Gerät, weil man es in den Händen hat, von der Verarbeitung und alles super nice. Aber ausstattungs- bzw. preis-leistungstechnisch bin ich schon noch ein bisschen verwirrt, weil das, was man hier fürs Geld bekommt, doch eher sehr spezifisch ist. Wenn ihr viel mit Apple-eigenen Apps unterwegs seid, sei es Videoschnitt, Fotobearbeitung, Musikproduktion, dann fahrt ihr ziemlich gut, weil die sind auf diese Hardware, die hier drin ist, perfekt abgestimmt. Manche Apps, wenn ihr ein bisschen über den Tellerrand guckt, wie bei Adobe und Co., funktionieren auch ganz okay, wie Photoshop, Illustrator, aber sobald es auch bei Premiere und After Effects weitergeht, vergesst es, no way. Man kann natürlich viel mit den Store-eigenen Apps machen, aus dem App Store, auch Casual Gaming machen, mit den Metal Engine Games, aber sobald ihr denn mehr machen wollt, mit in Anführungszeichen richtigen Games, müsst ihr euch eher bei den einfachen bzw. älteren Games bedienen. Leute wollen sie vielleicht als Facebook-Maschinen verschreien, fände ich dann doch deutlich zu wenig, denn was man an multimedialen Spaß mit dem Ding haben kann, ist es schon ziemlich geil. Man bezahlt hier das Geld nicht zwingend für eine mega große geile Software-Kompatibilität, sondern für ein Paket aus einem sehr wertigen Rechner mit langer Akkulaufzeit, einer sehr geilen Tastatur zum Schreiben und eben Thunderbolt 3-Konnektivität. Und damit kann man eben schon noch sehr viel mehr machen. Den gibt es natürlich auch in einer, in Anführungszeichen, besseren Konfiguration mit Quad-Core, i7 und so weiter. Aber ob es am Ende was für euch ist, das müsst ihr halt wissen. So, und ich werde jetzt mit dem Ding noch ein bisschen Spaß haben. In welcher Form auch immer. Lieber nicht.